Ja, sei herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich habe heute vor, eine Radtour zu machen. Es ist schon alles präpariert. Das Bike steht da, vollgeladen. Und meine Tour, ja, die fängt an hier in Hopfen am See, geht drüber wieder zum Forgensee, an der Lech vorbei, Füssen vorbei und dann ins Lechtal rein. Und dann fahre ich hinten irgendwo Richtung Plansee. Das ist ja unmittelbar an der Zugspitze, Heiterwanger See, diese Strecke ungefähr ist das. Und zurück fahre ich dann auch wieder das Lechtal über Reute und über den Allersee zurück hier nach Hopfen am See. Wenn ihr Lust habt und wenn du Lust hast, dabei zu bleiben, dann schalte nicht ab. Bis gleich. Ja, ich bin wieder gestartet am Campingplatz. Befahre jetzt die Uferstraße vom Hopfen am See und biege gleich links ab wieder zum Forgensee. Da geht es eine Kuppe rüber, so ein bisschen hügelig, ein bisschen Steigung und dann geht es runter zur Lech. Da nochmal der schöne Hopfensee. Ja, der ist ja so schön warm, da gehen viele schon, ja, ich sag mal, 7 Uhr schon baden, meistens Frauen. Männer, weiß ich nicht, trauen sich nicht, ich auch nicht, bin ja kein guter Schwimmer. Und dadurch, dass sie nur 10 Meter tief ist, ist er auch relativ warm. So, hier kommt jetzt die Bäckerei meines Vertrauens. Da habe ich mir schon heute Morgen schon Erdbeerkuchen zurückstellen lassen, weil wenn ich nachmittags zurückkomme, dann ist meistens nichts mehr da. Was ist Feneberg, heißt die Bäckerei, an der Uferstraße. Da werde ich nachher mit einem Pott Kaffee meine leckere Erdbeerschnitte essen. So, jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich hier vorbeifahre. Das wäre ja blöde. Eine Umwanderung von dem Hopfensee, circa 7,5 Kilometer. Ja, hier muss ich noch mal anhalten für dieses schöne Panorama hier. Da ist er wie gemalt. Ja, und die nächste Ecke rum, schon erblicke ich den Forgensee. Also das ist schneller hier die Strecke und auch nicht so anstrengend wie bei dem ersten Tag, wo ich glaube ich die 5 Seenrundfahrt gemacht habe. Da bin ich ja über die Klinik, weiß ich, Enzenberg oder wie die heißt, rübergefahren. Also die ist hier sehr, sehr angenehm. Also wenn ihr mal vom Forgensee zum Hopfensee oder umgedreht fahren wollt, nehmt hier die Strecke Eschach. So, ich bin mal hier am Forgensee stehen geblieben. Da gibt es hier diesen Seekreuzer und schon allerhand los. Wir haben jetzt gerade mal 10 Uhr, ja, noch sogar noch 10 vor 10. Ja, und dann geht es hier zur Rundfahrt des Forgensee. Ja, hier haben wir die Lech, ganz schön hoch in diesem Bereich hier. Letztens war noch gesperrt gewesen, da muss, jetzt wieder, wollte ich gerade sagen, da muss ich umkehren. So, jetzt muss ich ablegen. Einmal quer durch Füssen. Ja, da bin ich mal gespannt, wo wir hier landen. Ach, da kommen wir an der Muschelkirche vorbei. Da erinnert mich immer an, ja, den Jakobsweg. Und ich ist ja doch so gedacht. So.
So, jetzt fahren wir wieder hier am Schloss Mang vorbei oder Kloster Mang. Und dahinter das Hohe Schloss oder Hohen Schloss. Ich muss jetzt hier rechts. Ja, jetzt kommen wir wieder am Lechwau vorbei. Da halte ich aber jetzt nicht an, weil das ausgiebig in meinem Video Wanderung zum Alpsee. Da habe ich ausführlich drüber berichtet. Hier ist eine schöne Aussichtsplattform und da geht es runter zu der Brücke. So, und da kann man auch noch mal alles sehen, aber wie gesagt, wenn ihr Interesse dran habt, und da geht es eben hoch zum Alpsee. Erst zum Schwansee und danach zum Alpsee. So, jetzt fahre ich hier noch ein Stückchen auf der Hauptstraße lang und dann hoffe ich, dass ich irgendwie wieder verkehrsberuhigte Straßen vorfinde. Man merkt es kaum, schon bin ich in Österreich. Keine Grenze gesehen, nichts verspürt. Ich sah das jetzt nur an den Ortsschildern. Die sind nicht wie bei uns gelb, sondern die sind hier weiß. Also ich bin ja schon oft hier die Lech hier lang gefahren, aber so viel Wasser, das habe ich noch nicht erlebt. Das hat aber auch geregnet die letzten Wochen. Man hat es ja mitgekriegt. Einfach nur herrlich hier zu fahren. So, da um die Kurve rum, da fängt der Kniepass an. Da geht es in die Höhe. Ich weiß aber nicht, wie viele Höhenmeter Unterschied das sind. Scheint gar nicht so lange gewesen zu sein. 700 Meter Länge. So, hier geht es 10% runter. So, ich habe jetzt angehalten. Hier befindet sich der Hüttenmühlsee. Da hinten ist das Stauwerk. Ich sehe gerade zwischen 9 und 12% geht hier hoch. Im Moment haben wir 9. So, da ist die Kapelle St. Hubertus. Steht es, Plansee. Etappenziel fast erreicht. Vor mir, das ist der kleine Plansee. Wenn wir hier weiter die Straße fahren, kommen wir zu dem großen. Ja, hier gibt es schon ein bisschen mehr zu sehen vom kleinen Plansee. Schönes smaragdfarbene See. Ja, schöne futuristische Brücke hier. Und hinter der Brücke, da sollte der große Plansee sein. Ja, das sollte der große Plansee oder der Plansee schon sein. Wie in Norwegen, die Fjorde.
Das ist ein tolles Bild, oder? Und wie gesagt, hier geht es ein schmaler Weg, geht hier am See vorbei. Manche noch schmaler, manche etwas breiter. Also Vorsicht ist geboten hier. Wirklich mächtig groß, dieser See. Man kennt ihn gar nicht eigentlich, ne? Leute, war das eine tolle Passage. Meine Güte, doch kilometerlang am Seeufer vorbei. So eine richtige, wirklich eine richtige schöne Trailstrecke, fast für jedermann. Also muss ich unbedingt der extreme Mountainbiker. Selbst ich konnte damit ganz gut umgehen. Sehr schön. Übertraf meine ganzen Erwartungen. Ja, jetzt verweile ich hier noch ein bisschen, dann geht es weiter zum Heiterwanger See. Ja, schön, sehr schön. Ist egal, wo du dich aufhältst, ob in Füssen oder hier in der Nähe, bitte fahrt mal hier zum Plansee hin und Heiterwanger See. Ihr werdet es nicht bereuen. Also ich habe ja schon einiges gesehen, aber ich bin begeistert von dieser Strecke. Und dann dieser tolle Trail. Klasse. Ja, jetzt kommt wieder so eine schöne Waldpassage. Aber wie sage ich immer so schön, das Wetter muss passen. Ne? Bei schlechtem Wetter sieht man auch nicht viel, logischerweise. Wisst ihr was? Ich fahre mal zu einer dieser Bänke dahin. Die Zeit muss ich mir jetzt nehmen. Hoppala, ich fahre da einfach mal hin und dann gucken wir mal. Oh, guck mal da eine Bank. Oh. Ja, ja, ja. Gut, dass das Wetter noch mal so stabil geworden ist, dass ich diese Tour hier machen konnte. Die war eigentlich schon vor 2 Tagen geplant, aber da war man dazu unbeständig. Da war nämlich um 3 Uhr schweres Gewitter angesagt. Und umso besser heute. Ist zwar schwül, aber lässt sich gut fahren. Also dieser See hat nichts mehr mit dem Plansee zu tun. Das ist schon der Heiterwanger See. Und den fahre ich auch ein bisschen im Uferbereich lang. Und dann bin ich dann irgendwie später mal in Reute. So, das werden meine letzten Bilder sein vom Plansee und vom Heiterwanger See. Also es ist einmalig. Leute, plant euch diese Touren ein. Schönes Wetter, Voraussetzung. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, dass bei euch auch ein bisschen Begeisterung angekommen ist. Ich habe es auf jeden Fall. So, ich komme jetzt in Heiterwang an.
Da kommt eine angerast in dem Schleppsessel. Guck das mal an, wie schön das ist. So, jetzt sind wir an dieser Hochhängebrücke. Jetzt sind wir ein bisschen näher dran. So, die Ortschaft heißt Klause. Wir gleich durch diese Torbogen von dem Schloss oder Burg Ehrenberg. Da ist es ja. Ja, jetzt fahren wir eine Zeit lang hier an der Lech vorbei und dann geht es irgendwo links hoch Richtung, ich sag jetzt mal Alatsee. Aber das dauert noch ein bisschen. So, da steht alles drauf. Alatsee, halbe Stunde. Ja, dann geht es sicher, wie gesagt, schon über diese Bergkuppe rüber. Also halbe Stunde für die Wanderer. So, die letzten Bilder vom Alatsee.
richtig begeistert. Aber ich freue mich jetzt auch wieder, ja, fast im Stall zu sein. Ich darf mich natürlich für eure lange Anwesenheit bedanken bei meinem Urlaub in Bayern, Hopfen am See, für dieses Jahr. Es war eigentlich nicht geplant, es war was anderes geplant, aber es kommt meistens anders, wie man denkt. Bis dahin, bleibt oder werdet gesund, euer Kalle. Ciao.